Ja, hallo und willkommen zurück bei Conan Exiles. Heute ist es soweit. Heute bauen wir unseren Außenposten fertig, aber jetzt ist es noch Nacht. Und deswegen habe ich mich gleich mal mit Materialien vollgeladen. Und wir werden jetzt erstmal ein paar Dinge craften. Und zwar zuallererst den Kartenraum, den wir dann dort hinstellen am Außenposten. Der wird eine ganze Weile brauchen. Zusätzlich. Vielleicht ist es schlau, wenn ich das andersrum mache. Lass mich den mal nochmal wegmachen. Wir machen mal die Rüstungswerkbank zuerst. Hier haben wir noch die Tier 3 Rüstungswerkbänke freigeschaltet. Lass uns die hier bauen, die die Herstellungskosten senkt. Das ist, denke ich mal, besser als die andere. Wie schnell sich die Rüstung craftet, ist mir eigentlich egal. So, dann hätten wir noch eine Alchemistenwerkbank. Tier 3. Hier können wir auch die Präzisionsalchemistenwerkbank nehmen. Oh, ich sehe gerade, ich brauche Glas. Das hole ich mir dann gleich noch. Okay, dann machen wir noch den Kessel. Hier auch den Präzisionskessel. Und dafür brauche ich noch alchemistische Grundsubstanz und gehärtete Stahlbahn. Okay, dann habe ich drei Sachen, die ich noch mehr ins Inventar nehmen muss. Was für eine Frechheit. Ich habe nicht genügend gehärtete Stahlbahnen. Dann muss hier wohl. Schwarzes Eis ist hier noch drin. Ich habe mir gerade ein paar Stahlbarren vom Schmied geholt. Dann müsst ihr hier wohl nochmal ran. Das geht ja zum Glück schnell. In der Zwischenzeit können wir die anderen Sachen bauen. So, einmal die. Nehmen wir den Kartenraum noch in die Queue. Und den großen Feuerschalenkessel machen wir dann einfach später, wenn hier die gehärteten Stahlbarren durch sind. Wow, was für ein Riesenteil. Es ist ein Monster. Das ist so ein richtig fettes Monster. Okay, ich denke, ich stelle den hier auf die andere Seite, wo im Moment der Gusstisch ist. Ich glaube, in die Ecke hier passt er ganz gut rein. Dann werde ich den Gusstisch nochmal woanders hinstellen. Vielleicht auf die Seite hier und den Färbertisch, der kann sowieso weg. Der kann ganz woanders stehen. Der kann auch hier vorne irgendwo stehen, da hinten beim Brunnen oder so. Der passt hier irgendwie nicht so richtig rein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, da geht auch direkt die Sonne auf. Ja, passt doch hier eigentlich ganz gut rein. Guter Reminder, dass ich hier hinten noch Fundamente hinstellen wollte. Das können wir auch gleich noch machen. Aber ich brauche erstmal eine freie Crafting Queue. Im Moment ist hier der Alchemistentisch, der große, beschäftigt. Und so wie der aussieht von dem Icon her, befürchte ich, dass der hier nicht in den Raum reinpasst. Der wird doch hier niemals reinpassen. Niemals nicht. Auf gar keinen Fall wird der hier reinpassen. Aber vielleicht kriege ich ihn hier irgendwo rein. Weil im Prinzip könnte ich doch diese beiden Wände hier wegnehmen. Da müsste ich die Kisten halt ein bisschen anders hinstellen. Und dann können wir hier so einen ganzen Alchemie-Flügel machen. Wie wäre das denn? Dann könnte man den Vorplatz hier nutzen, um hier die ganzen Pflanzen und so hinzustellen. Ich glaube, das wurde mir ganz gut gefallen. Na, schauen wir gleich mal, wie groß der wirklich ist. Ja, das geht doch aber. Wird mir irgendwo angezeigt, wo der NPC dann steht? Weil das wäre jetzt ja noch ganz wichtig zu wissen, damit ich das Ding hier nicht falsch hinstelle. Ich befürchte, das müssen wir ausprobieren, weil ich sehe hier kein Icon dafür. Komm du mal mit, ich brauche mal deine Hilfe. Stell mal den hier mal temporär hin. So, dann, wo steht er denn? Da hinten. An dem. Okay, an den kleinen Fläschchen. Okay. Wenn ich dich jetzt hier reinsetze, dann bist du da hinten in der Ecke. Ja, cool. Kann ich mit leben. Dann müsste ich diese Wände hier wegtun. Oh, ich hoffe, mir stürzt da oben jetzt nichts ein. Ach nee. Das geht alles. Na, ist ja da hinten auch so. Macht ja gar keinen Unterschied. So, und dann müsste ich mal. Ja, das mache ich dann aber zwischen den Folgen. Dass ich die Tische hier ein bisschen anders hinstelle. Mit dem ganzen Loot. Hier so um die Ecken herum. Das kriege ich hin. Jetzt ist erstmal wichtig, ob die gehärteten Stahlbarren fertig sind. Das sieht ganz stark danach aus. Jawohl. Okay, dann können wir jetzt noch die letzte Crafting-Station bauen. Dann kommt nur noch der Spaß mit den Fundamenten hier hinterm Haus und dann geht's los zum Außenposten. Oh. Oh je, das ist auch so ein riesiges Teil. Aber habe ich mir fast gedacht. Ich glaube, ich will mir hierfür extra noch was bauen. Ja, ich glaube, ich will mir dafür extra was bauen. Lass mich erstmal Fundamente craften.
Keine Ahnung. Manchmal ist komisch. Ich weiß ja auch nicht, was ich davon halten soll. Was kommt hier eigentlich für ein NPC rein in den Feuerschalenkessel? Auch ein Alchemist oder kommt hier eher ein Schmied rein oder was? Ich glaube, da kommt auch ein Alchemist rein, oder? Na, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht baue ich das wieder ab. Bisschen komisch aussehen tut es ja schon irgendwie. Ist vielleicht einfach eins zu hoch. Vielleicht wird es besser aussehen, wenn ich eine Schicht abtrage von den... Naja, mal schauen. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Na gut, dann machen wir wenigstens noch hier hinten Ordnung. Ja gut, dann ist hier draußen sogar noch Platz für noch mehr Quatsch. Falls noch mehr Quatsch benötigt wird. Nee, ich habe es jetzt gerade mal von hinten gesehen. Das sieht halt richtig kacke aus. Ich nehme das wieder weg und mache hier einfach nur einen Zaun hin. Ja, so irgendwie. Ich glaube, das sieht deutlich besser aus. Muss keine Überdachung haben. Ist ja sowieso noch kein Mitarbeiter da. Da müssen wir uns nochmal um einen kümmern. Brauche ich noch einen Alchemist oder wie sehe ich das? Okay, dann schnappe ich mir mal noch alle Materialien, die ich jetzt hier noch so finde. Und dann gehen wir los zum Außenposten. Und da weiterbauen. Wird eine richtige Baufolge heute, wie es aussieht. Okay, dann geben wir das Rad noch in Auftrag. Muss ich noch kurz warten, bis das fertig ist. Damit ich meine Materialien nicht vorher rausnehme aus dem Inventar. Dann bricht das ja ab. Und sobald das fertig ist, packe ich hier alles ins Pferd rein. Und dann muss ich mal schauen, wen wir heute mitnehmen. Auf jeden Fall, wen auch immer wir mitnehmen, bleibt dann auch gleich dort. Damit wir schon mal eine Wache dort zur Not haben. Denn die Purge kommt immer näher und ja, wird langsam bedrohlich. Wäre doof, wenn ich böse überrascht werde. Oder vielleicht auch lustig. Für euch. Rotschopf, ich wähle dich. Warum heißt sie denn immer noch Frigga von der falschen Hoffnung? So heißt sie doch gar nicht. Ist sie das überhaupt? Ja. Okay, ich war mir gerade nicht ganz sicher. Die hat den Hammer. Vielleicht ist es besser, wenn wir ihr die Keule geben. Mit den Keulen sind die Begleiter doch immer ziemlich stark. Weil da ist ja auch der Hügel der Toten. Vielleicht, je nachdem wie viel Zeit noch ist, vielleicht gucken wir da einfach mal rein. Dann kann sie die Keule nehmen, damit ein bisschen die Bewohner dort bearbeiten. Wo ist denn diese Frau schon wieder? Da. Hier, nimm dein Essen. So, das Pferd ist beladen. Die Verfolgerin folgt mir. Und dann könnte man das hier auf Folgen stellen. Und boah, jetzt wird es dunkel, ne? Das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ach, siehst du, sobald es dunkel wird, das ist eine gute Erinnerung. Ich wollte doch die Beleuchtung mitnehmen. Dann können wir die da gleich aufstellen. Ich hatte doch hier sowas gebaut. Ist jetzt zwar nicht viel, aber... Hey, was soll's? Ist das hier der Richtige? Ja, oder? Das ist der am Hügel der Toten. Boah, ey, wirklich direkt am Sonnenuntergang hierher. So ein Mist. Ganz, ganz schlechtes Timing. Aus dem Weg, Berserker! Ja, ist nicht zu übersehen, würde ich sagen. Wir müssen das noch richtig krass beleuchten. Am besten so mit Flutlichtscheinwerfern. So von unten anstrahlen mit einem Batman-Symbol. Boah, what the fuck? Ist die mir jetzt hinterhergerannt? Was soll denn der Scheiß? Glaubst du wohl selber nicht. Oh wow, was droppt die denn alles? Elixier der Macht. Fellhelm, Stahl, Zwirn, Silbermünzen, Pfeile, Untotenbeschichtung. Ein paar Bären zum Essen. Okay. So, ich bin jetzt überladen. Aber das macht in dem Fall nichts, weil ich muss jetzt eh meine Materialien nehmen und hier bauen. Rotschopf, willst du vielleicht einen besseren Helm haben? Jetzt hast du 234, jetzt hast du 274. Das ist doch besser, oder? So, machen wir erstmal ein paar Baulampen hier hin. Die nehme ich natürlich wieder weg. Aber die
helfen mir jetzt hier erstmal beim Platzieren. Das ist eine ganz schön kleine Plattform, die ich hier gebaut habe. Ich glaube, die will ich ein bisschen größer haben. Hä? Ach, weil die Berserkerin hier noch liegt. Aus dem Weg, Berserkerin. Ah, geht doch. So, das Rad steht schon mal. Und dann muss ich jetzt schauen, wie ich meinen Fahrstuhl von da oben hier runterkriege. Na, gehen wir mal nach oben. Bauen erstmal die Plattform fertig. Dann gucke ich mal, wo ich herauskomme mit dem Fahrstuhl. Ja, okay. Damit kann ich leben. Und der Kartenraum steht. Habe ich halbwegs die Mitte getroffen? Naja, nicht ganz, oder? Steht hier fast über. Muss mal schauen, ob ich dann vielleicht noch so einen kleinen Zaun hier ringsherum platzieren kann. Mir sind jetzt leider die Ziegel fast ausgegangen. Sonst hätte ich auch unten noch ein bisschen anders gebaut. Da, wo ich die Treppe gebaut habe, die hätte ich vielleicht von beiden Seiten machen können. Und dann fehlen natürlich hier unten noch, ja, ein paar Zäune, ein paar Ausleger, wo man Bogenschützen raufstellen kann und natürlich die Treppen, dass man hier bequem hochkommen kann. Ja, und hier dachte ich, dass wir dann, ja, ein paar Kisten reinstellen, vielleicht ein paar NPCs, nichts Dramatisches, vielleicht sogar einen Ofen, um Sternmetall einzuschmelzen. Bietet sich ja irgendwie an hier. Hier in dieses Loch konnte ich kein Fundament reinmachen, aber das macht nichts. Denn ich schalte mal noch die Luken frei. Ach Gott, ich habe Aufzüge auch noch gar nicht freigeschaltet. Ah, den Aufzug hatte ich noch vorher gebaut, bevor wir den Reset gemacht haben. Dann muss ich den hier noch freischalten und den noch freischalten. Und dann machen wir da eine Luke rein und stellen da einfach was Leuchtendes drunter. Ein kleines Lagerfeuer. Was man auch machen könnte, ist wahrscheinlich hier diese Feuerschale da reinstellen, aber dafür ist es ein bisschen tief. Tja, weiß nicht. Müsste man jetzt, die müsste man irgendwie anheben. Da müsste ich noch was drunter bauen, wo man es draufstellen kann. Vielleicht einen Tisch oder sowas. Weiß nicht, kann man hier vielleicht sowas freischalten? Dekoration, irgendwelche Tische oder Bänke. Hier, runde Tische. Das brauche ich. Wird aber alles an der Werkbank eines Handwerkers hergestellt. Kann ich jetzt nicht sofort machen. Aber vielleicht nehme ich es mir einfach beim nächsten Mal mit und dann setzen wir den Feuerschalenkessel da unten noch ein bisschen höher. Und dann dürfte das auch gar nicht so übel aussehen. Ja, ansonsten stelle ich dann hier noch ein paar Kisten rein und das war's, denke ich mal. Achso, Türen vielleicht noch, wenn ich die Materialien noch habe. Ja gut, die brauchen zum Glück keinen Stein. Alles klar. So, das Feuer stelle ich trotzdem mal hin. Können wir hier nebenstellen irgendwie. Da würde ich dann mal bei Bedarf etwas Schleimsuppe machen. Denn für das Rad da oben werden wir ja was brauchen, falls wir jetzt hier jemanden finden, den wir haben wollen. Ich werde mal die hier noch loswerden. Dann sind sie mir nicht im Inventar im Weg. Gut, hauen wir uns hier ein Elixier der Stärke rein, wenn wir es schon mal hier gelootet haben. Dann gehen wir mal die neuen Nachbarn besuchen. Sieht ja ziemlich fancy aus. Ach ja, ich wollte es da oben noch beleuchten. Ja, das können wir auch noch machen, siehst du. Noch einiges zu tun beim nächsten Mal, wenn ich wieder ein paar mehr Ziegel habe. Dann machen wir das richtig fertig. Aber so funktioniert es ja schon erstmal. Das ist schon mal ziemlich cool. Vor allem, dass wir jetzt von hier mal zurück teleportieren können. Das finde ich sehr gut.
Oh. Hallo, Meteoriten. Oh mein Gott, sind das viele. Ach, come on. Und ich habe keine Sprengpfeile und nichts. Immer wenn ich hier am Hügel der Toten bin. Immer dann kommen die runter. Naja, können wir leider nichts machen, oder? Oh, ich hoffe, die despawnen nicht, wenn ich weggehe. Dann nehme ich hier nach gleich, ohne das Spiel auszumachen, noch eine zweite Episode auf. Und dann können wir uns das ganze Zeug holen. Das könnte ich ausprobieren. Weiß nur nicht, wenn ich hier zu weit weggehe, ob das dann despawnt. Aber ich glaube nicht. Alles gut bei dir? Willst du vielleicht einen Fell-Oberschenkelschutz haben? Bist du gleich bei über 300 Rüstung? Guck dir das an. Hey, hier geblieben. Achtung und. Haha, habe ich gelernt. Oh shit. So, gibt euer Stahl her. Hier, Rotschopf, du kannst das tragen. Mach mal die Hose hier weg, die brauche ich nicht. Gaskugel, die gebe ich gleich aus. Die wiegt mir hier zu viel. Ist hier noch jemand drin? Oh ja. Mach mal den Gerber weg und den Gerber auch. Kiste mit, oh, schön viel Essen. Das ist gutes Essen. Für mich ist wichtig, gesundes Essen, frisches Essen, weil es gesund ist. Na, wer bist du? Niemand. Na, macht, beschäftigt euch mal miteinander. Ich loote mal so lange die Kiste, okay? Weg. Oh, willst du eine Stahlschulterplatte vielleicht haben? Dann ist sie hier vielleicht auch nicht mehr so kalt. Warum geht denn das nicht? Oh. Da bist du bei über 500 Rüstung. Hey, ihr da. Hey, hier, ich hab was für euch. Oh, shit. Völlig daneben. Ja, oder nicht? Schauen, was das da für ein Ausbilder ist. Wenn der ein hohes Level hat, dann nehme ich den vielleicht. Oh. Weil wir brauchen ja einen für das Rad hier. Wäre zumindest ganz gut. Du kannst dich erstmal um den da kümmern. Dann haben wir noch einen Dreierträger. Und was macht er hier? Das ist nur ein Einser. Naja, schade. Holy shit. Oh, das war jetzt knapp. Hier. Komm, mach den weg. Mach dich mal nützlich. Sehr gut. Oh, neue Ziegel. Können wir sofort weiterbauen. Auch eine Kiste. Ja, ansonsten nur Stahl und der übliche Schrott. Hier hinten steht auf jeden Fall noch eine Truhe mindestens. Irgendwo hier außen, genau. Aber ist auch nicht der Rede wert. Oh Gott. Da kommen ja gleich viele. Elixier der Vitalität. Kann ich gebrauchen. Gleich hinter damit. Trotz allem leider keine Dalinseer. Sehr, sehr schade. Ich will ja gleich nochmal bei der Sternkuppe gucken.
Und dann probieren wir mal unseren neuen Kartenraum aus, um nach Hause zu kommen, nicht wahr? Ihr seid ja viele. Wo ist der Rotschopf? Ist weg. Oh shit. Wow. Oh, muss ich echt aufpassen hier bei so vielen. Shit. Oh oh. Naja, das taugt nichts. Wird sofort unterbrochen, wenn ich hier versuche anzugreifen. Das sind einfach viel zu viele. Wow. So viele von denen auf einmal. Das hat jetzt einiges an Heiltränke gekostet. Zur Belohnung gibt's einen schmackhaften Fisch. Oh, das ist ja sogar ein Stahloberschenkelschutz. Rotschopf, hast du Lust auf einen Stahloberschenkelschutz? Der ist doch besser als der mittlere. Da bist du bei fast 700 Rüstwert. Stahlhelm und gehärtetes Leder. Hast du vielleicht Lust auf einen Stahlhelm statt dem statt dem mittleren Helm? Bist du bei 760 Rüstwert? Was hältst du davon? Ja gut, wir sind einmal durch hier. Dunkel wird's auch. Ach, hier vorne sind ja noch welche. Komm weg hier mit. Hey ihr, ich sehe euch. Na, kommt mal mit. Unterhalter 2, was ist hier noch? Bogenschütze 1. Kommt mal alle mit. Ich habe hier was vorbereitet für euch. Obwohl, hier ist ja noch gar nichts an Defense. Aber wahrscheinlich kommt ihr hier gar nicht hoch, oder? Ohne Treppe? Ach, die despawnen vorher. Nee, machen sie nicht. Ja, die kommen nicht hoch ohne Treppe. So, dann bleib hier stehen und wir gehen aufwärts. Ist wahrscheinlich das Beste, hierhin zu teleportieren, mitten in die Wüste. Weil das dürfte der nächste Obelisk sein zu unserer Base. Nö. Und es ist arschdunkel. Huch, das war daneben. Ja, hier ist natürlich eine Hygiene. Aus dem Weg, Steinnasen. Wo ist die denn? Da. Du bist schuld an allem. So, Pferd, dann stell dich mal hier irgendwo hin. Ach ja, wie weit seid ihr hier eigentlich? Na, noch ein bisschen. Okay. Dann nehme ich jetzt den ganzen Kram hier raus. Und wir machen noch die Kisten auf. Holz und Äste. Holy shit. 1000 alchemistische Grundsubstanz in der einen Kiste. Gut, ich packe den Kram jetzt weg. Wie gesagt, ich probiere das mal aus. Ich lasse das Spiel jetzt laufen. Nimm auch gleich die nächste Folge auf. Dann crafte ich jetzt zwischen den Folgen ein paar Sprengpfeile, falls mir das gelingt. Dann reiten wir oben in den Norden, holen uns das Sternmetall, holen uns den Obelisk, der hier oben ist, und gehen in diese Instanz rein, den Frosttempel machen, oder wie der auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich genauso. Was dann auch wieder eine größere Instanz ist. Also, vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Like da. Würde mich freuen und hilft dem Kanal. Und dann bin ich jetzt mal raus. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.